FDP-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Bürger. Wir waren 13.000 Mann, von Kabul unser Zug begann. Soldaten, Weib und Kind erstarrt, erschlagen, verraten sind. Was für eine realistische Zustandsbeschreibung von Afghanistan 20 Jahre nach der NATO-Intervention klingt, wurde von Theodor Fontane im 19. Jahrhundert verfasst. Damals war gerade die britische Weltmacht am Hindukusch gescheitert, ein paar Jahrzehnte später die sowjetische. Und nun scheitert die US-amerikanische mit Deutschland als Anhängsel ohne eigene Strategie. 20 Jahre Afghanistan-Krieg. Zeit, eine Bilanz zu ziehen, eine Bilanz des Schreckens. 59 deutsche Soldaten sind seit 2001 am Hindukusch gefallen. So viele wie in keinem anderen Militäreinsatz der Bundeswehr. Insgesamt 157.000 Menschen fanden den Tod, darunter 43.000 afghanische Zivilisten, allein letztes Jahr 1.500 Afghanen, 424 humanitäre Helfer, 67 Journalisten. Ihnen allen und Ihren Familien gilt unser Beileid. Sie alle sind Opfer einer kopf- und strategielosen Politik, die bis 2024 mindestens 20 Milliarden deutsches Steuergeld für einen Krieg verschwendet, der nicht zu gewinnen ist. Was könnte man alles mit diesen 20 Milliarden Euro für unser Land, für unsere Bürger, für die Älteren und für die Bedürftigen tun? Zum Beispiel, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schon 2019 errechnet hat, das Elterngeld um 44% anheben. Oder das Defizit in der Pflegeversicherung dieses Jahr voraussichtlich bis zu 2,5 Milliarden Euro für Jahrzehnte decken, damit unsere Großeltern menschenwürdig gepflegt werden können. Oder eben die Renten im Osten schneller anheben. Stattdessen wird das hart verdiente Geld des deutschen Steuerzahlers in einen Krieg gepumpt, der längst verloren ist. Mittlerweile kontrollieren die Taliban wieder dieselbe Landesfläche wie 2001. Die Regierung in Kabul ist hochgradig korrupt. In Afghanistan blüht nicht die Demokratie, sondern der Mohn. Blühende Landschaften afghanischer Art. Afghanistan ist im Zuge der US-geführten NATO-Intervention zum Opiumproduzenten Nummer 1 aufgestiegen. Tausende sind daran in Deutschland und in der Welt zugrunde gegangen. Die Anzahl der Afghanen in Deutschland, oft Asylbewerber, ist von 2009 bis 2019 von 49.000 auf 263.000 gestiegen. Was wollen Sie eigentlich einer Mutter erzählen, deren Sohn am Hindukusch gefallen ist, dass sie ihn in einem Zinkzack in Empfang nehmen kann, während Afghanen am Kudamm Kaffee trinken? Die AfD ist die Friedenspartei Deutschlands. Wir sagen, Abzug der Bundeswehr sofort einleiten. Die Friedensverhandlungen zwischen den Taliban, der afghanischen Regierung sowie den anderen internationalen Akteuren konstruktiv begleiten und zusammen einen internationalen Mechanismus entwickeln, der vernünftig verhindert, dass zukünftig von Afghanistan Terrorismus ausgeht. Nicht zuletzt muss eine umfassende Evaluierung des Scheiterns und seiner Gründe erfolgen. Deutschland wird nicht am Hindukusch verteidigt, sondern am Brandenburger Tor. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Friesen. Nächster Redner ist der Kollege Jürgen Hartz, CDU/CSU.